Seit 96 Jahren bläst die Feuerwehr von Ypern täglich um 20 Uhr den Zapfenstreich zu Ehren der 55.000 Soldaten, deren Leichen noch heute in der Erde Flanderns liegen. Drei große Schlachten erlebte das kleine Städtchen in den Jahren 1914 bis 1918. Ein tagtägliches Massaker mit allen nur erdenklichen tödlichen Waffen. Gas, Flammenwerfer, Grubenexplosionen unter Tage. Der Krieg tobte hoch über den Wolken und tief im Innern der Erde. Diese Anhöhe mit ihren Soldatenfriedhöfen war im Ersten Weltkrieg Schauplatz der größten je vom Menschen unternommenen Sprengungen. Damit vertrieben Truppen aus England und dem Commonwealth erstmals seit der deutschen Invasion Frankreichs und Belgiens den Feind von einem höher gelegenen Terrain. Die gewaltige Explosion tötete mehr als 10.000 deutsche Soldaten. Die deutschen Truppen hörten die Explosionen der Briten und wussten nicht, ob sie selbst auf einer Mine saßen. Überall krachte es. Wahnsinn. Andy Hawkins und Julia Richardson sind Archäologen der britischen Durand Group, Experten für Bergbau. Sie wollen die Gegend rund um Ypern untersuchen, um zu verstehen, wie die Soldaten lebten, die diese Tunnel aushoben. Einer dieser Tunnelbauer war Geoffrey Boothby, 21 Jahre alt und Leutnant der britischen Armee. Im November 1915 schrieb er seiner Freundin Edith Folgendes. Liebling, wie geht es dir? Mir geht's prima, obwohl ich im Schützengraben liege, von Kopf bis Fuß voll Schlick und ohne einen trockenen Fetzen am Leib. Angeblich gräbt der Feind keine 2 Meter neben unserem Stollen. Deshalb lag dein Schatz heute eine halbe Stunde auf dem Bauch im nassen Schlamm und hörte nichts. Man fürchtete, die Hunden würden in unseren Stollen eindringen, also schickte man mich hinunter mit schlotternden Knien, gezücktem Revolver und ohne Licht. In den 1916 gegrabenen Stollen bei Saint-Éloi, östlich von Ypern, sprechen Andy und Julia mit Hilde Verboven, Landschaftsarchitektin und Spezialistin für Yperns Kriegsstollen. Sie wird ihnen die gewaltigen Krater zeigen, die von den Explosionen an der Kriegsfront hinterlassen wurden. En dat het landschap toen zo vernield was, zien we terug door terug te grijpen. Om te zien wie massief de krieg die landschaft veranderd had, moet man nur Luftaufnahmen van heute en alte foto's van früher vergelijken. Zeigt man die Bilder Leuten von hier, sind sie sprachlos. Egal ob alt oder jung. Jeder sieht, wie radikal die Landschaft zerstört wurde. Und jeder begreift, was es hieß, den Krieg an der Front zu erleben. Die Stollen von Saint-Éloi waren die ersten Untertagebauten der britischen Pioniere. Geoffrey Boothby war einer ihrer Offiziere. Sein Briefwechsel mit Edith Ainscough ist ein großartiges Zeitdokument. Erst 90 Jahre später im Speicher eines Hauses unweit der Oxford University entdeckt. This is an old cake box, I think. Chocolates maybe. Dies hier ist eine Süßigkeitendose, wohl für Schokolade. Und in ihr lagen Boothbys Briefe. Dies ist ein typischer Umschlag und innen einer der Briefe, die Geoffrey Boothby an meine Mutter schickte. Geoffrey Boothby to my mother, as she later began. Aus dem Ausbildungslager schrieb der damals 20-jährige Geoffrey Boothby: Schlamm, Baracken, Verzweiflung und Rekruten. Sonst nichts. Und die Trompeten, die Tag und Nacht erschallen. Das war aber noch eine Idylle, verglichen mit der Ankunft in Ypern, flämisch Yper, englisch zu Wipers verballhornt. Als die deutschen Truppen im August 1914 durch das neutrale Belgien in Frankreich einmarschierten, erklärte England Kaiser Wilhelm den Krieg. Während des strategischen Rückzugs im Oktober 1914 entbrannte eine gewaltige Schlacht um Ypern.
Heute hat man die Stadt wieder aufgebaut. Vor 100 Jahren wurde sie von der deutschen Artillerie in 1000 Trümmer geschossen. Also nach dem Rückschlag an der Marne haben sich die Deutschen etwa 100 Kilometer zurückgezogen und blieben dann natürlich dort stehen, wo es für eine Verteidigung günstig war. Der Frontverlauf, der sich dann durch das Wettrennen zum Meer ergeben hat, der war einfach eine Folge von Zufällen. Die Deutschen besetzten die flache Anhöhe oberhalb der Stadt. Den Franzosen und Briten blieb nur die sumpfige Ebene. Der kleine Knick in der Frontlinie wurde unter dem Namen Ypernbogen bekannt. Dort kam es immer wieder zu blutigem Gemetzel. Die Menenport, auf Englisch Menengate, ist ein altes Stadttor Yperns, heute das Denkmal für 55.000 Kriegstote. Ein Großonkel von mir fiel hier in Ypern. Hier in Ypern? Wo diente er? Sein Name steht hier. Er diente bei den Royal Welsh. Zeile 37. Er hieß Hawkins. John Thomas Hawkins. Thomas John? Der Kampf im Schützengraben war eine neue Art der Kriegsführung, die beide Seiten unvorbereitet traf. Die hastig eingerichteten Gräben waren im Nu ein einziges Gewirr im Schlamm. Obendrein machten die Maschinengewehre jeden Sturmangriff zum Himmelfahrtskommando. Wenn man sich moderne Kriege anschaut, die der Westen führt, etwa in Afghanistan oder im Irak, da liest man dann schon immer Zahlen von mehreren tausend Soldaten, die so im Laufe der Jahre ums Leben kommen. Aber das waren schon für ein Infanterieregiment während des Ersten Weltkrieges Durchschnittszahlen. Im Niemandsland zwischen den Schützengräben der Deutschen und denen der Briten lagen jede Menge Leichen, die wegen der Scharfschützen- und MG-Nester niemand barg. Selbst in den vergleichsweise sicheren Schützengräben mussten die Soldaten mit Granaten- und Mörserbeschuss rechnen. Die Friedhöfe hatten immer Nachschub. Dr. Storz ist der Kurator der Dauerausstellung, die das Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt über den Ersten Weltkrieg zeigt. Ja, das Leben der einfachen Soldaten in diesem Ersten Weltkrieg ist ein sehr großes Rätsel. Und es wird einem eigentlich immer fremder, je mehr man sich damit befasst. Also wie Menschen jahrelang unter Bedingungen leben konnten, unter denen sie eigentlich kaum eine realistische Chance hatten, zu überleben oder jedenfalls mit einer Verwundung davonzukommen, die sie für ihr weiteres Leben nicht zu sehr behindern würde. Die psychische Belastung muss extrem gewesen sein. Wo aber nahmen die Tunnel und Stollen von Ypern ihren Anfang? In Manchester. Dort beaufsichtigte der Bauingenieur John Norton Griffith den Bau der Kanalisation unter der Stadt. Er überzeugte die britische Regierung, dass die sogenannte Clay-Kicking-Technik seiner Männer dazu benutzt werden konnte, um unterirdische Stollen bis unter die deutsche Front zu bauen und dann in die Luft zu sprengen. Anfang 1915 schickte man Griffith mit seinem Rolls-Royce los, damit er Tunnelbauer rekrutierte und ausbildete. Der Hauer lag schräg auf seinem Brett und benutzte statt einen Pickel oder eine Axt zu nehmen nur die Beine und Füße, um den Spaten einzusetzen. Das ging einfacher und schneller, außerdem fast lautlos. Und das ist sehr wichtig bei dieser Arbeit. Denn hörte einen der Feind beim Graben, war das sehr gefährlich. Er baute einen Gegentunnel. Die Deutschen hatten als Erste eine Mine zur Explosion gebracht. Und zwar direkt unter einer Kompanie von Soldaten aus Indien. Die Mineure merkten aber bald, dass die belgische Tiefebene nicht unproblematisch war. Auf höher gelegenem Terrain war das Erdreich nass und weich. Die Schächte wurden vom Wasserdruck eingedrückt. Man baute daher Zementwände ein, was Zeit kostete, aufwendig war. Die von Griffiths rekrutierten Tunnelbauer trafen in Belgien ein und probierten ihre Technik des Clay-Kicking aus. Das Resultat war verblüffend. Die Stollen ließen sich jetzt viel leiser und viel schneller bauen. Obwohl die Deutschen das höher gelegene Terrain besetzt hatten, wo die Erde weicher, weil sandiger war, war der harte Lehm der Ebene von Vorteil. Neben den 25.000 Mineuren waren noch Infanteristen im Einsatz. So etwa Jeffrey Boothby, dessen Briefe uns einen Einblick in die menschliche Tragödie geben.
Er studierte Zahnmedizin in Birmingham und war ins South Staffordshire Regiment eingetreten, nachdem Lord Kitchener sein berühmtes »Dein Land braucht dich« verlautbart hatte. Erst heute Abend begriff ich, wie schlimm es an der Front ist. Vielleicht werde ich erschossen oder eine Granate oder Bombe oder Gas macht mir den Gar aus. Oder ich falle in einen alten Schützengraben und ertrinke. Was, wenn sie uns in die Luft sprengen? Was, wenn Flugzeuge angreifen? Was wäre, wenn? Was soll's? Ich könnte ein ganzes Buch mit Was, wenn füllen. In den Briefen wird seine Stimmung immer düsterer. Anfangs ist er noch nicht an der Front und schreibt, das wird das größte Abenteuer meines Lebens. Kaum ist er an der Front im Schützengraben und später in den Stollen, vergeht ihm die gute Laune. Schlimm waren das Wasser und die Kälte und die engen Stollen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen dort 8 Stunden lang schuften. Dazu die dauernde Angst vor einem Gegenstollen oder einem Durchbruch in den eigenen Tunnel. Es muss schrecklich gewesen sein. Die Technik des Cray-Kicking brauchte 3 Mann. Der Kicker lag schräg auf einem Brett und stach seinen Spaten ins Erdreich am Tunnelende. Der Bagger füllte den Abraum in Säcke. Der dritte war der Trammer, der diese nach draußen schleppte. Die Mineure beider Seiten lebten gefährlich. Die Stollen der Briten verliefen in Lehmschichten ganz knapp über dem Grundwasserniveau. Geriet man unter dieses kritische Niveau, füllten sich die Stollen blitzschnell, die Soldaten ertranken. Auch Kohlenmonoxid, von Sprengstoff oder brennenden Kerzen freigesetzt, bedeutete einen schnellen, lautlosen Tod. Am schlimmsten aber der Feind. Er geht mit Kameraden aus seiner Kompanie hinunter in den Stollen. Da stoßen sie auf eine Art Telefon der Deutschen. Er weiß das, weil auf der Unterseite unten steht. Da dämmert ihm, dass die Deutschen ins britische Tunnelsystem eingedrungen sind. 3 von uns gingen wieder runter, wollten das Gerät einsacken. Ich ging vorne, weil ich eine elektrische Lampe und ein Gewehr hatte. Nach mir kam der Corporal. Am Schluss der Offizier der Royal Engineers. Diese Tunnel sind 1,20 Meter hoch und 90 Zentimeter breit. Da bleibt einem nicht viel Platz für Extratouren. Unser Stollen stand außerdem 30 Zentimeter tief unter Wasser, das an den Schuhen entsetzlich laut gurgelte. Wir biegen um eine kleine Kurve in die Gerade, wo der Stollen der Deutschen kreuzt. Als plötzlich, exakt wie im Groschenroman, ein Schuss ertönte. Nur knallte es nicht. Hier unten hörten wir nur ein klägliches Plopp. Zuletzt bereiteten beide Seiten eine Sprengung vor, lagerten reichlich Sprengstoff ein. Wie schreibt Jeffrey Boothby? Wir zündeten die unsere zuerst. Toller Sport, was? Doch auch über Tage starben die Männer zu Aberhunderten. Die Besonderheit der Westfront war eben diese ungeheure Feuerdichte, diese Konzentration von Maschinengewehren und Artillerie auf einem engen Raum, Geschütze und Maschinengewehre pro Kilometer. Das hat die Sache letztlich über Jahre hinweg zum Stillstand verurteilt. Es gab 4 niedrige Anhöhen und Tausende von Soldaten kämpften und fielen, um sie zu besetzen. Hill 60, Mount Sorel, Hill 61 und Hill 62. Diese Schützengräben sind die einzigen Überreste der britischen Verteidigungslinien am Hill 62. Eigentlich sieht man nur selten Wellblech, mit dem man die Schützengräben abstützte. Das lief oft anders. Auch die Größe variiert, auch ob mit oder ohne Erdstufe. Ja, im Moment ist das Niveau sehr niedrig. Wir können über den Rand sehen. Weiter vorne wird der Graben viel tiefer. An der Front waren sie nie so niedrig. Man baut sie doch unbedingt höher als den eigenen Kopf.
Klar, daher auch die Erdstufe, damit man über den Rand blicken kann. Klar. Und auf den Feind schießen kann. Julia, schau mal. Was gibt's? Ein typischer Tunnel. Toll, mit Zementwänden. Auch die Höhe ist nicht so übel. Knapp 1,60 Meter, das ist die übliche Größe, wenn man mit dem Pickel arbeitet. Die Claykicker hatten nur 1,30 Meter. In etwa. Mit Pickel fast 1,60. Ich habe eine Taschenlampe. Dann los. Du mit der Lampe zuerst, dann ich. Der Tunnel ist fast quadratisch. Sieht jedenfalls so aus. Ja, sieht so aus. Das Wasser macht es reichlich unheimlich. Echt beklemmend. Je tiefer, desto ärger. Sieht so aus, als wären das Holzpaneele. Die sehen heute nicht anders aus, oder? Nein, diese Sorte nennt man Schalbrett. Wegen der nassen Wände? Ja. Eine Technik eigens für hier, damit der Lehm nicht von unten aufweicht und die Seitenwand einstürzen lässt. Lehm hat ja keine eigene Struktur. Wenn er nass wird, wird er flüssig und sackt nach unten. Also braucht man unbedingt eine Schalung, um Schutz zu haben. Hier ist eine Lücke. Nur hier. Man sieht das Erdreich. Ja, Erde. Man kämpft also mit allen Risiken des Tunnelbaus. Nicht nur, weil man im Krieg ist und der Feind einen Gegenstollen baut. Man kämpft auch gegen die Natur. Ja. Natürlich hatte man in diesem Abschnitt der Front null Erfahrung im Untertagebau. Es gab ja keine Mineralien. Außerdem ist das Wasserniveau sehr hoch. Überall herrscht viel zu hoher Wasserdruck. Immer. Der Caterpillar Hill ist ein wenig höher als der Hill 60, jenseits der Eisenbahntrasse nach Ypern. Ein wichtiger Aussichtspunkt für die Deutschen. Im Frühjahr 1915 fanden die Briten heraus, dass der Lehmboden unter Hill 60 relativ trocken war. Also starteten sie einen Untertageangriff mit gleich 5 Stollen. Peinlich genau achtete man darauf, dass die Operation nicht von den Deutschen bemerkt wurde. Die Tunnelbauer arbeiteten aus den Schützengräben der 2. Linie, die sie sich mit den Infanteristen teilten. Die Stollen waren winzig, manchmal nur 90 cm hoch. Sie hatten immer ein paar Grad Neigung nach oben, damit man dem Grundwasserspiegel fernblieb, der je nach Wetter sank oder stieg. In diese Stollen packte man dann 900 oder 1200 Kilogramm Schießbaumwolle. Am 17. April 1915 zündete man alle 5 Sprengladungen. Die deutsche Frontlinie wurde aufgesprengt. Die Briten nahmen jetzt den Hill 60 ein. Dabei fielen lediglich 7 Mann. Aber die Briten ließen den Caterpillar Hill unbeachtet liegen. Ein taktischer Fehler. Nur 4 Tage nach der Explosion begann der massive deutsche Gegenangriff westlich von Ypern mit einem Chlorgasangriff auf französische Kolonialregimenter. Eine relativ primitive Angelegenheit, Chlorgas, also ein chemisches Element, das nicht weiter modifiziert zu werden brauchte. Aber dann hat man nach und nach also chemische Verbindungen entwickelt, die chemisch gesehen Derivate aus der Farbenindustrie waren, aus der chemischen Farbenindustrie, die in Deutschland eben sehr stark entwickelt war. Die Chlorgasdämpfe verbanden sich mit dem Wasser in den Augen und Lungen und produzierten Salzsäure, was den Betroffenen wortwörtlich die Augen und inneren Organe ausbrannte. Wieder einer der Schrecken des Krieges, der beide Seiten traf. So hat bei der deutschen Artillerie, also chemische Kampfstoffe wurden ja auf verschiedene Weise ausgebracht, durchgesetzt hat sich schließlich das Verschießen von Gas- oder Kampfstoff gefüllten Projektilen. Und dieser Anteil von chemischer Munition, der hat auf deutscher Seite während des Krieges immer mehr zugenommen.
Die Briten gaben Hill 60 wieder auf, da die Deutschen sie unter Dauerbeschuss nahmen und immer mehr Gasangriffe starteten. Prompt bauten die deutschen Pioniere Bunker und Geschützstände zur Absicherung der strategisch wichtigen Anhöhe. Östlich der Stadt standen die Ruinen des 1914 zerstörten Schlosses von Hooge. Die Briten hatten sich dort verschanzt und den Ort in eine wunderbare Redoute verwandelt. Kaum war der deutsche Angriff vom April 1915 auf den Ypernbogen vorüber, als das britische Oberkommando beschloss, die deutsche Front so weit wie möglich nach hinten zu verdrängen. Die Mineure gruben einen 61 Meter langen Stollen bis mitten unter den Bunker des Feindes, um ihn mit einem neuen Sprengstoff, Ammonal genannt, zu sprengen. Die Mine explodierte um 7 Uhr abends am 19. Juli 1915 und hinterließ einen 6 Meter tiefen Krater. Die britische Infanterie besetzte den Westrand des Kraters und verschanzte sich dort, wurde aber 10 Tage später von einem massiven Gegenangriff der Deutschen zurückgeworfen, die Flammenwerfer einsetzten. Einmal mehr hatte die Tunnelsprengung ein Wunder bewirkt. Doch abermals ließ sich der Terraingewinn nicht halten. Die Deutschen übernahmen den Krater und gewannen eine uneinnehmbare Schanze. Im Juni 1916 versuchte das königlich-württembergische Armeekorps, 3 von den Briten besetzte Anhöhen zu erobern. Ihre Kurznamen: Mount Sorel, Hill 61 und Hill 62. Mittlerweile bot das British Empire mehr und immer mehr Soldaten auf. Gegen das württembergische Armeekorps kämpften vor allem Kanadier. Doch unter die von ihnen besetzten Schützengräben trieben deutsche Mineure 4 Stollen, die sie nach schwerem Artilleriefeuer sprengten. Die Gräben wurden besetzt, das Unterminieren hatte sich ausgezahlt. Die Kanadier konterten: Artillerie, Gegenangriff, Rückeroberung. Der Blutzoll der 3 Hügel, 18.000 Tote und Verwundete. Leutnant Boothby schrieb weiter Briefe an Edith Ainscough. Außerdem beantragte er seine Versetzung zu den Pionieren, den Royal Engineers. Zunehmend vergeht ihm die Lust am Scherzen. Er schreibt Dinge wie etwa: Wir kümmern uns nicht groß um das, was anderen Menschen rundum passiert. Wir haben unsere eigenen Probleme. Etwas später schreibt er, dass er um ein Haar von einem Scharfschützen erwischt worden wäre. Nun ja, er macht zwar Scherze darüber, aber ganz offensichtlich war es ein Schock für ihn. In der Ebene rund um Ypern erwies sich der sogenannte Blue Clay, eine feste Schicht Tonschiefer, als bestens geeignet für die Technik des Clay-Kicking. Als die Briten etwas tiefer gruben, stießen sie auf nasse, schwierigere Schichten. Hierfür entwickelte man ein System des Absenkens zylindrischer Stahlringe. Das Verfahren hieß Tubbing. Damit stießen die Briten sehr viel tiefer in die Erde Flanderns vor, als der Feind dies für möglich hielt. Sagt man Stahlringe, ja? Ja, stimmt. Stahlringe. Also Stahlringe. Einzelne Segmente, die man übereinander schichtet. Damit treibt man sie in den Boden. Genau. Zuerst musste man durch die schwierigen Schichten graben. Dann, wenn man eine stabile Schicht Mergel erreichte, griff man wieder auf Holz im Tunnel zurück. Leutnant Boothby schickte sein Foto vor der Versetzung zu den Pionieren an Edith Ainscough. Edith schrieb an Jeffrey am 29. März 1916, Adresse Beechcroft, One Beech Lane, Birmingham. Lieber Jeff, deine Fotografie steht vor mir. Ich kann die Augen kaum davon abwenden. Ich wusste nicht, wie glücklich es mich macht und kann es nicht beschreiben. Du musst es dir ausmalen. Ich träume immerzu von dem Foto, seit ich es bekam. Ever since I got it. Edith schrieb verzückt. Boothby eine Woche zuvor klang anders. Beinahe alle meine Kameraden aus dem Staffordshire Regiment starben binnen Wochen im Kampf um Ypern. Es ist entsetzlich, wie viele Freunde man in diesem Krieg kennenlernt und verliert.
Im März 1916, als diese Sprengladungen, eine der sechs explodierten, blieben drei davon unversehrt. Deshalb kann man erstmals sehen, wie tief die britischen Pioniere graben konnten. 1916 versetzte man Geoffrey Boothby zu den Royal Engineers und an den Ypernbogen, wo er an den ersten Versuchen einer Ausschachtung beteiligt war, Vorspiel zu der Offensive, die bald darauf begann. Boothbys Pioniere der 177th Tunneling Company unterminierten das Dorf Saint-Éloi. Je tiefer man gräbt, desto mehr Sprengstoff braucht man. Deshalb erfolgte der Wechsel von der Schießbaumwolle zu einer Substanz namens Ammonal, ein Stoff auf Basis von Ammoniumnitrat. 95% sind Ammoniumnitrat. Hinzu kommen etwas TNT und Aluminium, damit man genügend Sauerstoff hat. Von dem Sprengstoff kann man abertausende Kilogramm produzieren. Die Sprengungen hatten zwei Ziele. Erstens griff man den Feind an, zweitens verbesserte man die eigenen Stellungen. Die Krater ergaben exzellente Verschanzungen. Hier gab es hunderte flach abgesenkte Stollen, anders als im Süden, wo man tiefer unter Tage ging. Dieser Krater hier wurde wohl von einer Mine verursacht, die bereits größer war und tiefer nach unten ging als je zuvor. Diese großen Sprengungen machte man im Niemandsland. Und immer ging es dabei darum, wer als Erster zuschlagen würde. Ein Wettlauf. Die Pioniere besetzten den Krater und befestigten ihn. Dann gruben sie sofort ihre Stollen in Richtung Feind, um möglichst nahe an ihn heranzukommen. Die größte Gefahr unter Tage war der Feind. Denn im Laufe der Zeit wurden Lauschsysteme entwickelt, speziell ein empfindliches Stethoskop, das Erschütterungen der Erde verstärkte, das Geophon. Dieses Instrument benutzt zwei Holzscheiben mit einer Beschichtung aus Quecksilber und Mikapapier zur Verstärkung der Schwingungen. Durch Verschieben der Scheiben konnte der Posten die Richtung der Vibration feststellen, sprich den Feind. Hilde Verboven ist Landschaftsarchitektin und interessiert sich für die Spuren, die der Grabenkrieg in der Landschaft hinterließ. Zur Ortung bisher unbekannter Tunneleingänge studiert sie Landkarten der Briten sowie der Deutschen, da beide Seiten ihre vielen Stollen exakt kartierten. Wir sind vertrokken eigentlich von Loopgravenkarten aus 1914. Wir fingen an mit den Karten der Schützengräben ab 1914, um die genauen Stellen der Krater zu finden. Die Schächte und Stollen sind in den Karten nicht exakt bezeichnet. Aber wenn wir in anderen Archiven suchen, finden wir sie. Dies hier ist eine britische Karte aus dem Jahr 1917. Sie zeigt, wo die Eingänge zu den Stollen lagen. Heute finden wir diese Eingänge nur noch selten. Sie sind meistens verschüttet. Die Stollen ebenfalls. Aber mit den alten Karten können wir sie doch noch ausfindig machen. Im Anschluss an Saint-Éloi wurde Leutnant Boothby weiter gen Norden verlegt, nach Railway Wood. Die Karten der Schützengräben und Stollen rings um den Ort zeigen, an welchem Typus Stollen Boothby arbeitete. Konkret war er zuständig für den Bau der Gallery 11A. Die Mineure lagen im Dauerkrieg gegeneinander, sprengten sich wechselseitig ihre Tunnel in die Luft. Und das war nicht etwa eine der großen Flandern-Schlachten, das war banaler Alltag.
Leutnant Boothby sollte im Mai 1916 Urlaub bekommen, sprich anderthalb Jahre, nachdem er zuletzt seine Freundin Edith gesehen hatte. Am 28. April 1916 weckte ihn um 7 Uhr früh ein Soldat, der ihn am Ärmel zog. Was dann geschah, berichtet ein Kamerad. Sie gingen hinunter in den Stollen. Ihr Sohn vorne weg mit einem Corporal, ein dritter Offizier knapp hinter ihnen. Kaum hatte ihr Sohn das Ende des Tunnels erreicht, zündete der Feind seine Mine. Der Stollen brach ein und verschüttete ihren Sohn und den Corporal. Den dritten Offizier tötete die Druckwelle. Alle drei waren auf der Stelle tot. Ab Mitte 1916 hatten die englischen Pioniere ihre Technik so weit verbessert, dass sie eine langfristige Kampagne planen konnten. Diese dauerte mehrere Monate und wurde als Schlacht von Messines bekannt. 1917 war Herbert Plumer, der neu ernannte General der Briten im Norden der Westfront, zuversichtlich, die deutsche Front durchbrechen zu können. Man hatte aus der Schlacht um die Somme gelernt. Diesmal wollte man in einem eng begrenzten Frontbereich mit mobiler Unterstützung schwerer Artillerie angreifen. Die Alliierten setzten dabei erstens auf die exakte Ortung der Artilleriestellungen des Feindes, zweitens auf das Trommelfeuer aus 2500 Geschützen, drittens auf die Maschinengewehre, die den Sturmangriff der Australier und Neuseeländer deckten. Als viertes kam eine neue Waffe hinzu, der Panzer. Das hier ist Messines, ein zentraler Brückenkopf der Briten. Die britische Front verlief unmittelbar hinter dem Friedhof dort drüben. Es war eine gewaltige Schlacht. Man plante 18 Monate lang und zündete unter anderem 19 Minen. Auftakt war ein Trommelfeuer, das 17 Tage dauerte. Dann zündete man die Sprengladungen. Alle 10 Minuten ging eine hoch, aber nicht hintereinander, sondern nach dem Zufallsprinzip. Zuvor hatten die Pioniere herausgefunden, dass sich der sogenannte blaue Tonschiefer unter Messines perfekt für die Technik des Clay-Kicking eignete. General Plumer ließ nicht weniger als 22 Stollen zum Sprengen graben. Viele hatte man bereits früher zu bauen begonnen, aber jetzt sollten sie die Schlüsselrolle übernehmen, um den Grabenkrieg zu gewinnen. Beide Seiten wussten, dass der Feind seinerseits Tunnel grub. Als man herausfand, dass die Deutschen systematisch nach den britischen Stollen suchten, konnte das tödliche Katz-und-Maus-Spiel unter dem Niemandsland beginnen, das längst eine einzige Kraterlandschaft war. Australische und englische Mineure gruben in verschiedenen Niveaus, um die Deutschen zu verwirren. Das größte Problem jedoch war das Grundwasser, das viele Tunnel flutete. Die Deutschen fanden einen Angriffsstollen der Engländer, den diese aufgegeben hatten. Deep Tea Du Farm Mine. Die englischen Pioniere trieben Stollen in alle Richtungen, um die Deutschen zu verwirren. Diese waren ohnehin gezwungen, sich zunächst durch die weichen oberen Sandschichten zu graben, um tiefer nach unten zu kommen, wo die britischen Stollen lagen. Und alles musste lautlos und geheim passieren. Beide Seiten benutzten beim Bohren und Graben Spezialgerät, da man die Tunnelwände jetzt oft mit Zement versteifen musste. Hier oben sind wir im Bereich der deutschen Front, die etwa der Straße folgte. Wenn wir uns kurz einmal die Statistik ansehen, man fing an am 16. Januar und stoppte die Operation am 16. Juni. Die Royal Engineers gruben sich 520 Meter weit durch den Tonschiefer. Irre. Und endeten hier, aber in 27 Meter Tiefe. Dann deponierten sie 42.000 Kilogramm Ammonal. Eine Riesenladung. Ja, Ammonal, extrem stark, von enormer Sprengkraft. In solcher Tiefe braucht man so etwas wie Ammonal, damit es kracht. Die deutsche Front verlief auf der Flanke der Anhöhe und gewährte freie Sicht auf die Stadt Ypern und die britischen Truppen. Trotzdem war hier nur ein Drittel der Deutschen stationiert. Der Rest saß in den Schützengräben zwischen den Fronten verschanzt.
Das britische Artilleriefeuer in den Tagen vor der Schlacht von Messin war jedoch so massiv und so präzise, dass letztlich sämtliche Schützengräben und Maschinengewehrnester ausgelöscht wurden. Englische Flugzeuge machten die deutschen Geschützbatterien ausfindig, dann feuerte man gezielt Granaten auf sie ab. Die Untertunnelung als Vorbereitung für den Angriff von 1917 hatte schon mehr als ein Jahr zuvor eingesetzt. Den Ypernbogen betrachtete man als den idealen Ausgangspunkt eines massiven britischen Vorstoßes zur Einnahme der belgischen Häfen Ostende und Seebrügge. Aufgrund der Somme-Offensive wurde der Plan jedoch um ein ganzes Jahr verschoben. Zunächst galt es, den Krieg unter Tage zu gewinnen. General Plömer gab den Befehl, 22 Tunnel unter die deutschen Linien zu graben. Sie zogen einen Bogen von südlich von Messin zum Wald von Ploegsteert und weiter zu Hill 60 und Caterpillar Hill im Norden. Am 7. Juni 1917 wurden die Minen frühmorgens um 3.10 Uhr gesprengt. 10.000 deutsche Soldaten der Armeekorps der Bayern und der Württemberger starben auf der Stelle. Der gewaltigste Krater war dieser hier in Spanbroek-Molen. Die Explosion war so gewaltig, dass sie auch ein Dutzend britischer Soldaten tötete, die ein paar Sekunden zu früh losstürmten. Heute nennt man diesen Krater den Pool of Peace. Man stelle sich den Schrecken vor, wenn so etwas in die Luft geht. Allerdings. Es muss der Horror gewesen sein, für die, die überlebten. Auf beiden Seiten? Ja. Für beide Seiten. Wir denken ja meist nur an die Deutschen. Aber die britischen Truppen hatten so etwas ebenfalls noch nie zuvor erlebt. Für sie war es genauso erschreckend. Außerdem wussten sie nicht, ob nicht das ganze Geröll auch auf sie niederprasselt. Beide Seiten hatten Angst. Die Explosion war so unglaublich, dass man sie sogar noch in London hörte. So gewaltig war das. Hill 60 wurde noch ein zweites Mal gesprengt. Diesmal von Pionieren aus Australien. Die Deutschen hatten zwar noch die Stollen entdeckt, aber zu spät. Unter dem Schutz des äußerst präzisen britischen Sperrfeuers, das immer ein Stück vor der nach vorn stürmenden Infanterie die Feindstellungen beschoss, rückten die Truppen aus Kanada, Australien und Neuseeland vor. Sie eroberten zunächst die deutsche Front. Und dann, zu jedermanns Überraschung, auch noch die zweite Reihe der Schützengräben. In nur 6 Stunden war die deutsche Verteidigung ausgeschaltet. Zum einen umgingen die britischen Truppen alle Widerstandsnester wie etwa diese Betonbunker. Zum zweiten endeten die deutschen Gegenangriffe im genau gezielten Granatfeuer. Die 19 Sprengungen in Messin versetzten der deutschen Front aus dem Grund einen so fatalen Schlag, weil hier erstmals exakt zum Start eines koordinierten Sturmangriffs gesprengt wurde. Die alliierten Truppen konnten daher ihren zeitweiligen Vorteil voll ausnutzen. Zwar waren die deutschen Truppen entschlossen, mit einem raschen Gegenangriff das verlorene Terrain zurückzugewinnen, doch darauf waren die Briten diesmal vorbereitet. Beide Seiten lernten ja aus dem Geschehen. Die Deutschen bauten eine neue Verteidigungslinie aus und verlegten sich auf eine flexiblere Taktik. Die Briten meinten, jetzt alle Finessen des Grabenkampfes zu beherrschen. Die Feuerkraft ganz entschieden gestiegen war, während die Beweglichkeit historisch geblieben war, vor allem eben beschränkt auf die Füße von Mann und Pferd, später dann schon ergänzt im logistischen Bereich durch Kraftfahrzeuge, dann später auch durch die Tanks, die aber auch etwa 2 Jahre gebraucht haben, bis sie wirklich zu einer entscheidenden Wirkung gekommen sind. Ein Faktor, der noch sehr wichtig war, war die Konzentration dieser Feuerkraft auf einen relativ engen Frontabschnitt. Die magische Formel zerstob jedoch bei der dritten Ypernschlacht, bekannt als die Schlacht von Passchendaele. Was als Befreiungsschlag gedacht war, scheiterte. Nachdem schwere Regenfälle plus die Zerstörung jahrhundertealter Entwässerungsgräben das Schlachtfeld in einen Sumpf verwandelt hatten, in dem jedwedes Graben vergebens war. Die deutschen Truppen konterten mit einem Gegenangriff und eroberten im Frühjahr 1918 alles zurück, was sie in der Schlacht von Messin verloren hatten. Jetzt schien ihr Sieg zum Greifen nah.
Ja, ein weiterer Nachteil der Deutschen, der sich durch den ganzen Krieg hindurchzieht, war eben ihre zahlenmäßige Unterlegenheit. Die Deutschen waren personell weniger, die deutsche Industrie war sehr leistungsfähig, aber sie war eben nicht so stark wie die Summe der Industrien der Kriegsgegner Deutschlands, die ja noch dazu von der amerikanischen Industrie unterstützt worden sind. Also an allem, was man messen, zählen, wiegen kann, waren die Deutschen in diesem Krieg immer unterlegen, mit Ausnahme an einzelnen Frontabschnitten, an denen man mal einen Schwerpunkt bilden konnte. Einzig und allein der Kriegseintritt der Amerikaner im Jahre 1917 entriss den Deutschen den Sieg. Die allenthalben mit Kratern übersäte Tiefebene Flanderns birgt bis heute unsichtbare Gefahren. Längst nicht alle verminten Tunnel sind explodiert. Manche Ladung Sprengstoff schlummert seit beinahe 100 Jahren unter der Erde. Um ehrlich zu sein, kann man nur hoffen, dass nichts mit dem Zeug passieren wird und dass es keine Folgen hat. Wir müssen abwarten, was die Zukunft bringt. Ich weiß, dass ein Bauernhaus vermutlich unmittelbar über einer Mine gebaut wurde, ganz in der Nähe der Peckham Mine. Man kann hoffen, dass der Großteil des Sprengstoffs daraus entfernt wurde. Aber keiner weiß es. Keiner kann es prüfen. Das weite Land um Ypern zeigt böse Narben, genau wie das Leben der Soldaten, die hier kämpften. Auch die Kriegsbräute litten. Meine ganze Kindheit hindurch hatte ich dieses Bild von meiner Mutter, indem ich sie als ganz normal ansah. Kinder denken ja nie an ihre Eltern als Liebende. Nie hätte ich also gedacht, dass meine Mutter je eine solche Liebe erlebt haben könnte. Auch wenn es nie zum faktischen Vollzug kam. Egal, diese Einsicht war frappierend. Es bedeutete, dass ich das ganze Bild überdenken musste, das ich von meiner Mutter hatte. Ich frage mich, welches gewaltige Ereignis unser Wiedersehen ermöglichen wird. Ich bin etwas zufriedener, seit ich deine Fotografie erhielt. Meine Fantasie beginnt zu schweifen, Tagträume und romantische Gedanken. Aber wir wollen nicht darüber nachdenken, was wir voneinander halten werden, wenn wir uns begegnen. Der Gedanke erschreckt mich. Außerdem mag dieser Tag glücklich genug sein. Dein Wahnsinn macht mich wunderbar froh. Ich hoffe, das Gefühl hält auf ewig an. Gute Nacht, mein Liebster. Noch immer muss ich meinem Foto gute Nacht sagen. Die deine, Edith. Die düsteren Untertöne dieses letzten Briefes an Boothby lassen das Menin Gate von Ypern ahnen, wo man der Opfer des Gemetzels gedenkt. Die letzte Granate über Ypern explodierte am 14. Oktober 1918. 500.000 Soldaten beider Seiten verloren hier ihr Leben. Viele Leichen wurden bis heute, 100 Jahre später, nicht gefunden. Und all das wegen eines schmalen Streifens Land, 900 Meter tief. Männer wie Jeffrey Boothby schickten Briefe und Fotos an ihre Familien und Freundinnen. Dokumente, die uns daran erinnern, wie entsetzlich jeder Krieg ist.